Was denn das hier? Lego. Ha, billiger Läppchenabklatsch. So, heute mal mit einem Original, Lego Original, der Pizzawagen 60-150. Muss auch mal wieder Lego sein, ne? Damit ich das Gefühl fürs Original nicht verliere. Haben wir gedacht, machen wir mal hier einen Original-Klemmbaustein, ne? Jo, das ist ein Grund, das Gefühl des Originals nicht zu verlieren. Der andere Grund ist, ich habe keine Minifiguren da und die brauche ich in Zukunft für zukünftige Videos, um vergleichen zu können. Die einzigen Minifiguren, die ich da habe, sind die Sets von meinem Sohn von Minecraft und die sind semi-optimal aufgrund der, ja doch, der eigenen Köpfe, ne? Die schauen schon eigen aus. Wie gesagt, den Pizzawagen gibt es momentan ja überall bei Amazon, überall könnt ihr schauen. Der Lidl hat momentan das Teil hier im Angebot, ich glaube für 16,99. Lidl haut momentan sowieso sämtliche Klemmbausteine ziemlich günstig auf den Markt. Wahrscheinlich wollen sie jetzt nach Weihnachten ihre Restbestände leeren und ihre Lager leer machen. Und durchaus möglich, durchaus möglich. Was uns hier erwartet in dem Set, werden wir gleich, oh Spiegel ganz schön, ne? Werden wir gleich in der Totalen sehen. So zeige ich euch mal die Packung. Vor und hinten ein paar Spielszenen, sag ich jetzt mal. Von unten. Interessant finde ich hier das hier. Made in Dänemark, Ungarn, Mexiko, China und der Tschechei. Also nix. Made in Denmark. Ausschließlich. Da kommt nur die Idee her. Also das Design des Wagens hier. Alles andere wird im Ausland produziert. So ist es halt. So, hier ist das gute Stück. Der Pizzawagen von Lego City mit der Nummer 60-150 von 5 bis 12 Jahren. Ja, bin ich ein bisschen drüber, ne? Bisschen. So. Schauen wir mal, was drin ist. Hier diese Sollbruchstellen, interessant. Ja, es geht. Es geht. Und gucken rein, was uns erwartet. So, das war's. So, wir haben... Oje, oje. Aufkleber. Sehr schön, Aufkleber. Bauanleitung 1. Bauanleitung 2. Und Lego-typisch Bauschritt nummeriert die Tüten. Gefällt mir, gefällt mir. Ansonsten alles relativ Lego-typisch. Die Bauanleitung, ja, braucht man eigentlich nicht wirklich ein Wort drüber verlieren. Die Bauanleitung ist... in Lego-typischer Superqualität, sag ich jetzt mal. Pro Bauschritt ein Stein. Insgesamt haben wir hier 54 Seiten. Und in der zweiten haben wir 39 Seiten. Na gut. Hätte man auch in eine Bauanleitung packen können. Keine Ahnung. Warum sie da zwei draus machen, macht der Lego öfter mal. Vielleicht sind so kleine Heftchen billiger in der Herstellung als ein dickes. Keine Ahnung. Sie sind auf jeden Fall geklammert. Vielleicht liegt es ja daran, vielleicht muss man dickere Bauanleitungen nicht klammern, sondern kleben. Und diese leimgebundenen... leimgebundenen Hefte, was weiß ich, wie man das nennt. Diese gebundenen Hefte halt, ihr wisst, was ich meine.
sind unter Umständen sogar teurer in der Herstellung. Ich habe keine Ahnung. Wobei, es gibt auch Comics, die in dieser Stärke hier noch geklammert sind. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Dann werde ich hier mal das ganze Zeug in meine Tellerchen verteilen. Ah ne, ich habe ja gar keine Tellerchen. Ich habe ja Eimerchen, ne? So. Das sind meine Eimerchen. Da werde ich jetzt die Teile drin mehr oder weniger sortieren. Im Übrigen, apropos Tellerchen. Ein Gruß an dieser Stelle an Johnny's World. Sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es jetzt hier mal aufgeteilt. Also, das hier ist Bauschritttüte Nummer 1. In dieser Bauschritttüte Nummer 1 waren nochmal zwei kleinere Tüten, also schön Tüte in Tüte, damit wir auch schön viel Plastikmüll zusammenbekommen. Der gelbe Sack muss sich auch lohnen. Die sind hier drin, danach kommt Bauschritttüte Nummer 2, ebenfalls mit Tüte in Tüte, allerdings nur eine diesmal, und das befindet sich alles in diesen Eimerchen. Ich sollte mir vielleicht auch mal so Tellerchen besorgen, die sind günstiger bzw. besser in der Handhabung als diese Eimer. Ich habe nur gerade nichts anderes da, und diese Eimer, die habe ich vor Jahren mal in Massen gekauft gehabt, weil ich sie damals gebraucht hatte. Stehen sie rum, kann man sie auch verwenden. Schauen wir uns hier die Figuren an. Die Figuren sind in Ordnung. Nichts Besonderes jetzt. Lego-typische Minifiguren. Die Drucke sind für Lego-Verhältnisse. Naja, was heißt für Lego-Verhältnisse? Sie sind halt in gewohnter Lego-Qualität, sage ich jetzt mal. Kann man nicht meckern. Sie haben keine alternativen Gesichter. Also nur ein Hauptgesicht. Und dabei ist noch ein Motorradhelm für die nette Dame, laut Anleitung. Passt. Wir haben ja beim Auspacken gesehen, es sind Aufkleber dabei, aber hier diese Fliese hier, dieses Pizzastück, das ist definitiv eine bedruckte Fliese. Warum da ein Teil davon Aufkleber ist und ein Teil davon ist bedruckt, wissen auch nur die Götter. Wahrscheinlich ist es günstiger, Aufkleber zu produzieren, anstatt so Fliesen zu bedrucken. Das Problem ist halt, gerade wenn Kinder mit dem Zeug spielen, Aufkleber schauen innerhalb kürzester Zeit aus unter aller Kanone. Die wetzen sich ab, die reißen, die kleben nimmer gescheit. Kennt ihr ja selber. Und wer das Zeug sich ins Regal stellt als Display, der weiß auch, dass Aufkleber mit der Zeit irgendwann einmal an Klebekraft verlieren und abfallen. Und zurück bleibt dann auf den Steinen so ein weißer, pappiger Belag. So, auch interessant hier die Reifen. Das sind hier so Aufnahmen, die hier in diesen Gummiring müssen. Also ich habe schon sehr lange kein Original-Lego mehr verbaut. Allerdings weiß ich, dass das früher schon fertig war. Also früher gab es da andere Reifen. Und nicht hier so einen Schlons. Das hier gefällt mir gar nicht. Es fühlt sich auch nicht sonderlich wertig an. Ganz seltsam. Habe ich nicht gescheit drin? Jetzt scheint es richtig drin zu sein. Ah ja. Die müssen direkt in diese Nut. Na gut. So, in der Zwischenzeit haben wir hier unseren ersten Aufkleber verklebt. Wie gesagt, ich bin hier eher ein Freund von Drucken. Aber die Aufkleber an sich sind in sehr guter Qualität. Was anderes erwarte ich allerdings auch nicht von Lego. Wir müssen hier diese 16x2 Plates verbauen. Wenn ich mir die so anschaue. Die sind alle. Alle drei, die dabei sind. Ah, der hier ist noch relativ gerade. Aber der hier ist schon arg verzogen. Also das Problem haben nicht nur die chinesischen Hersteller. Auch an sich fühlt sich der Stein, also diese Platte hier, ziemlich weich an. Wie wenn sie aus einem anderen oder aus einem weicheren Material wäre. Fängt Lego es sparen an? Also, würde mal sagen, in ein paar Jahren haben die Chinesen unsere Dänen eingeholt in der Qualität, aber nicht, weil die Chinesen besser werden, sondern weil die Dänen immer schlechter werden. So, ich bin jetzt hier bei Bauschritt 8 und
die drei 16x2 Blades sind mittlerweile verbaut. Und ja, die begradigen sich alle gegenseitig die Steine. Also es ist kein Problem. Es liegt fast waagrecht auf. Aber nur fast. So, ich bin jetzt hier bei Bauschritt 22 in etwa. Bei der Hälfte der ersten Bauanleitung. Ja, wir haben die untere Ebene unseres Pizzamobils, unseres italienischen Pizzagefährts, mittlerweile fertiggestellt. Auch einen Aufkleber durften wir verbauen. Ganz witzig hinten. Ihr seht's da, Moment. BD, wahrscheinlich für Billund. Und 6050 ist die Artikelnummer des Lego-Bausets. Finde ich ganz witzig gemacht. Schön finde ich hier diese 1x2 Bricks mit diesen Ausfräsungen, die auch hier drin verbaut sind und auch auf der Seite. Ist das ein Brick Modify? Ich habe keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall gut aus, wenn die Steine ein bisschen andere Maserungen haben. Doch, gefällt mir. Bis jetzt könnte es allerdings auch von der Farbgebung her und von der Form, bis jetzt könnte es auch ein Leichenwagen werden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was ich witzig finde hier, diese Fensterteile hier, diese L-Teile in Transclear Schwarz oder wie auch immer das genannt wird hier. Bauschritt 33 sagt zweimal. Hier oben zweimal verbauen. Bauschritt 34 noch viermal. Also bei anderen Herstellern wäre das hier mindestens ein einziger Bauschritt. Bei Lego wird es hier geteilt auf zwei. Mindestens wäre das hier eine. Also ich habe hier schon Sets gebaut. Noch nicht online mit euch, aber ich habe schon Sets gebaut. Da sind es 10, 15 Teile pro Bauschritt. Also, da ist Lego schon ein bisschen langsam, ne? Die trauen unseren Kiddies nicht viel zu. So weit kamen wir jetzt mit der ersten Bauanleitung. Ganz interessant. Interessant finde ich hier vorne dieses Teil hier. Ist das auch ein Slope? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht er aus wie eine Kühlerhaube. Keine Ahnung, ob das ein Sonderteil ist oder ob es in verschiedenen Lego-Sets inzwischen normal geworden ist. So Lego-affin bin ich noch nicht. Es ist schon Jahre her, dass ich das letzte Mal gebaut habe. Vor ungefähr 10 Jahren war ich mal aktiver Sammler und habe es aus diversen Gründen aufgeben müssen. Dieses Teil ist mir auf jeden Fall nicht geläufig. Wer weiß, ob das Teil hier ein ganz normales Standardteil ist inzwischen und in welchen Sets es überall verbaut wird, darf es mir gerne in die Kommentare posten. Ansonsten mache ich jetzt weiter hier mit der Bauanleitung Nummer 2. Ach ja, bevor ich es vergesse, das hier ist übrig geblieben aus Bauanleitung Nummer 1. Einige Ersatzteile sogar eine bedruckte Fliese, eine bedruckte Rundfliese oder eine Viertel Rundfliese, ein Stückchen Pizza. Ein so ein rundes Nupsi, was nicht, ob man es hier noch sehen kann irgendwo, wo war es verbaut, hier drin war es verbaut. So 1x1 Blade in rund, hellgrün. Wäre auch noch übrig geblieben, hat aber einen Satz gemacht und ist unter den Tisch, wo die ganzen Computerkabel liegen. Da darf ich es dann später nochmal rumgruschern und es suchen. Natürlich, passiert mir die ganze Zeit, passiert mir ständig, dass diese Teile, die mir da auf den Boden fallen, in meinem Kabelgewirr verschwindet. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Weil immer drauf rumgehackt wird, dass Leppin & Co. bzw. China Lego bei ihren Transclear-Teilen ziemlich schlampig ist und die zerkratzt sind oder verschmutzt und so weiter. Hier die Transclear-Scheibe von Lego. Sie ist nicht sonderlich zerkratzt, aber sie hat in der Innenseite, ich habe keine Ahnung, ob das hier Kratzer sind, ob hier der Guss zu heiß war oder ob es Schmiere ist. Ja, es scheint tatsächlich nur Schmiere gewesen zu sein.
die eingesetzt wird als Trennmittel quasi, um die Teile besser aus den Formen zu kriegen. Die Vorderseite ist relativ kratzfrei. Ein paar Kratzer sind drauf, man sieht es allerdings nicht im Video. Aber es hält sich in Grenzen. So, hier haben wir wieder eine bedruckte Fliese. Also es scheint sich hier wieder um ein Mischset zu handeln. Teils bedruckt, teils werden Aufkleber verklebt. Ich gehe mal davon aus, dass Fliesen mit diesem Druck, genauso wie diese Pizza hier oder eben die Viertelpizza hier, die auf dem Tisch liegt, dass derartige Drucke bzw. derartige Steine in verschiedenen Sets zum Einsatz kommen, während hier unsere Pizzaschachtel und auch alle anderen Aufkleber, die hier mit drauf sind, halt exklusiv nur für dieses Set ist. Das heißt, man kann es für keine anderen Sets gebrauchen, zumindest hat Lego keine rausgebracht, in denen diese Aufkleber verbaut werden. Und darum lohnt sich der Druck nicht. Gehe ich jetzt mal davon aus, wahrscheinlich ist es für Lego wahnsinnig teuer oder es geht halt einfach nur um Kostenersparnis oder um Gewinnmaximierung. Wer weiß das schon. So, hier immer wieder was Schönes. So ein rundes Trans-Clear-Teil in Blau und obendrauf eine Rundfliese bedruckt wie eine Dose. Gefällt mir. Genauso hier so ein weinrotes, Bordeaux-rot, wie auch immer. Und obendrauf Kristalle, wie wir sie zum Beispiel aus, wie hieß die, Elsa oder so, aus dem Eisköniginnen-Set kennen. Nur in Gelb, als eine Portion Pommes. gefällt mir. So, den Stein hier finde ich sehr, sehr interessant. 2x2 Noppen. Und auf der Unterseite Fliese. Wusste ich nicht, dass Lego derartige Steine im Programm hat. Respekt! Und damit ist er fertig, unser Pizzawagen. Unser City Pizza Service aus der Lego City Reihe. Ließ sich sehr, sehr gut zusammenbauen. Also Lego halt, ich habe nichts anderes erwartet. Nachteile sind halt die vielen Aufkleber, hoppala, geh du mal auf die Seite. Nachteil sind halt die vielen Aufkleber, ne? Die wir hier überall verbaut haben oder verklebt. Die großen hier mittig aufzubringen war gar nicht so einfach. Lobend wäre zu erwähnen, dass diese Aufkleber hier nicht mehr so wie früher aus Papier sind, sondern es ist bedruckte Folie oder sowas. Also es ist Kunststoff. Und mit ein wenig Glück hält es ein bisschen länger als die alten Papiersticker von früher. Ansonsten hat hier dieses Wägelchen einige Extras. Man kann hier links und rechts die Flügeltüren öffnen und sieht in den Innenraum. Ob ihr das sehen könnt? Ich versuch's mal zu beleuchten. So, der Innenraum hat eine Kasse, Pizza, Pommes, Getränke und auf der anderen Seite, ich würde mal schwer behaupten, eine Mikrowelle. Das Ziffernblatt da drüben. Das Ziffernblatt da drüben ist, ich dachte erst die Kasse, aber nein, es schaut so aus wie eine Mikrowelle oder ein Ofen oder sowas. Wie halt übliches für derartige Imbisswägen. Hinten lässt sich nichts öffnen, was schade ist. Das heißt, unser Koch oder unser Imbissbudenverkäufer, der wird wohl hier über die Frontplatte einsteigen müssen oder man hebt das Dach ab. Es gibt keine Möglichkeit, hinten einzusteigen. Gut, geht auch nicht, da ist das ganze Gelumpe da im Weg, ne? Unter anderem auch, wenn man hinten reinschaut, sieht man das. Moment, muss es aufmachen von allen Seiten, dass es Licht durchströmt. Hier, einmal Senf,
Einmal Ketchup. Finde ich ganz witzig. Ja, mit dabei ist ansonsten ja noch so ein Roller. So ein Pizza-Ausfahrer oder sowas. Ist halt die Frage, hoppala, ist halt die Frage, ob die Dame hier Pizza ausfährt in ihrer Freizeit oder ob sie Kundin ist. Der Junge hier, der junge Mann mit dem fischen Schnauzer, ist auf jeden Fall der Inhaber des Imbiss. Und wem die angefressene Pizza da hinten gehört, weiß auch keiner. Aber Pizza wäre jetzt genau das richtige Stichwort. Gegen das Set ist nichts zu sagen. Es ist halt, naja, nicht gerade das günstigste, aber es ist auch nicht das teuerste Lego-Set. So wie es hier steht, wird sich's gut machen in der Lego-Stadt meiner Kinder. Die freuen sich mit Sicherheit schon drauf. Sie wissen es nur noch nicht. Wird eine Überraschung. Okay, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Ansonsten, wie gesagt, auf die Glocke drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Set wieder. Und bis dahin sage ich Servusle. Euer Dosten. Ja, fast vergessen, das hier ist an Ersatzteilen übrig geblieben. Ja, ist einiges, was Lego uns da zusätzlich noch in den Beutel schmeißt. Keine Ahnung, warum sie das tun. Ich gehe mal davon aus, das hat was mit den Verpackungsanlagen zu tun. Sie werden wohl so eine Art Schlauchbeutelanlage haben mit Wagen. Und vielleicht ist es technisch nicht umsetzbar. Die genaue Anzahl dieser 1x1-Blades zum Beispiel jetzt abzupacken. Vielleicht gehen die bloß viererweise oder so, ich weiß es nicht. Und ja, diese Visiere, vielleicht gehen die bloß paarweise abzufüllen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie Lego das handhabt. Oder ist es erfahrungsgemäß, sind es jene Teile, die am schnellsten kaputt gehen oder eben verschlammt werden. Also erfahrungsgemäß aus meiner Kindheit, die im Staubsauger verschwinden, weil es Muttern scheißegal ist. Dass diese Teile hier genauso wie hier die Pizza oder